Das ist die Geschichte meiner Familie, die so vor vielen, vielen Jahren so passiert ist. Nicht ganz so, so die freiheitlichen Spinnereien des Autors beziehe ich hiermit ein. Nachkriegsweihnachten im Harz. In diesem Winter begann es früh kalt zu werden. Anfang November fiel bereits der erste Schnee. Er taute auch nicht wieder. Der November ist immer ein dunkler, trüber und trauriger Monat im Harz. Das Wetter ist unbeständig und kalt. Doch der frühe Schnee erhellte die trostlose und hoffnungslose Zeit ein wenig. Wir Kinder konnten schon Schlitten fahren oder Schlittschuh, wenn man welche hatte. Meine Schwester und ich teilten uns ein paar Schlittschuhe. Es waren alte Modelle, die man an der Schuhsohle festschrauben musste. Wir nannten das Unterkräckeln. Unser Schuhwerk war nach dem Krieg auch nicht zum Besten. So konnte es passieren, dass sich der Schlittschuh unvermittelt löste. Dann stürzte man manchmal schwer. Einer meiner Freunde fiel dabei in den Teich und holte sich eine Lungenentzündung. Meine Garderobe und Schuhe bekam ich fast immer von Hansi Weber, wenn er aus seinen Sachen herausgewachsen war und sie ihm nicht mehr passten. Er war zwar 2 Jahre jünger als ich, aber viel größer. So konnte es schon mal passieren, dass Hansi auf dem Schulhof rief: "Der hat mein Hemd an." Ich schämte mich dann ein wenig. Dies hielt jedoch nicht lange an. Denn es waren meist schöne Sachen, die ich gut anziehen konnte. Und ich fühlte mich sehr wohl darin. Wenn ich aus der Schule kam, flog mein Schulranzen sofort in die Ecke. Da ich jünger war als meine Schwester, kam ich auch früher nach Hause. Und es wurden erstmal die Schlittschuhe untergeschnallt. In Braunlage, wo ich geboren bin, gab es im Kurpark einen Teich, der im Winter, wenn er zugefroren war, als Eisteich benutzt wurde. Es war der Tummelplatz für uns Kinder. Wir spielten den ganzen Tag Eishockey. Als Schläger diente ein umgedrehter Spazierstock. Ich klaute immer den Stock von meinem Großvater mütterlicherseits, in dessen Haus wir auch wohnten. Er mochte mich nicht, schade eigentlich. Er war ein alter Griesgram, der den verlorenen Krieg nie wirklich verkraftet hatte. Ich habe ihn nie lachen sehen. Wir hatten einfach keine gemeinsame Chemie. Mein Vater kam aus dem Harzvorland, aus der Nähe von Quedlinburg. Meine Großeltern hatten dort einen Bauernhof und mein Vater war gelernter Landwirt. Er hatte Mutter vor dem Krieg kennengelernt und sie verliebten sich ineinander und heirateten bald darauf. Bei Ausbruch des Krieges waren sie seit kurzem verheiratet und meine Schwester war gerade erst geboren. Während des Frankreichfeldzuges wurde mein Vater schwer verwundet und kam nach seiner Genesung bald wieder nach Hause zurück. Er war im Krieg Meldereiter gewesen. Sein Pferd hieß Ostwind. Er hat es geliebt, wie er immer sagte. Der Wallach war ihm ein treuer Freund geworden. In dieser schlimmen und friedlosen Zeit. Bei einem Einsatz wurde eine Brücke gesprengt, gerade in dem Augenblick, als mein Vater sie überquerte. Bei diesem Einsatz wurde Ostwind getötet. Er fing mit seinem Körper die zerstörerische Wucht der Explosion ab und rettete so das Leben meines Vaters. Der Sturz in das Bachbett verletzte meinen Vater jedoch schwer, sodass für ihn der Krieg zu Ende war. Noch während des Krieges gründete mein Vater ein Fuhrunternehmen. Er konnte nur kleine Aufträge annehmen, denn schwere Arbeit konnte er nicht mehr verrichten. Sein Motto war: "Hast du Fuhren, Kleine, geh zu Landwirt Heine." Wir kamen wirtschaftlich gerade so zurecht. Inzwischen war auch ich geboren, so dass wir eine vierköpfige Familie waren. Erinnern kann ich mich daran natürlich nicht. Dieser besagte Winter jedoch ist in meiner Erinnerung so fest haften geblieben, dass ich später an diese Zeit immer wieder denken musste. Ich glaube, dass in dieser Zeit, eiskalten Zeit und nahenden Advents- und Weihnachtszeit, mein Glaube an Gott geboren wurde. Der November näherte sich seinem Ende. Und es wurde immer kälter. Es schneite ohne Unterlass. Während es in den anderen Jahren immer wieder Tauwetter gab, hatten wir in diesem Jahr nur strenge Kälte und Unmengen Schnee. Mitte Dezember lagen schon mehr als 100 Zentimeter Schnee und die Kälte hatte die -20-Grad-Marke längst überschritten. Teilweise fiel sogar die Schule aus.
Wir nannten das kältefrei. Uns Kindern gefiel das Wetter, obwohl alle Kinder wegen des schlechten Schuhwerks Frost in den Zehen hatten. Wenn die Füße dann wieder warm wurden, begannen sie zu jucken. Und so kratzten wir uns während des Unterrichts an den Frostbeulen, sehr zum Ärger unserer Lehrer, die und Schüler mangelnde Aufmerksamkeit attestierten. In diesem Winter begannen die Weihnachtsferien schon eine Woche eher als geplant. Die Schulbehörde hoffte, dass sich gegen Ende der Ferien das kalte Wetter bessern würde und es milder werden würde. Vater hatte den Vorschlag gemacht, Weihnachten zu seinen Eltern nach Quedlinburg zu fahren, um dort die Feiertage zu verbringen und im Vorharz auf wärmere Temperaturen zu hoffen. Wir Kinder freuten uns darauf, denn auf dem Bauernhof der Großeltern gab es jede Menge tolle Abenteuer zu erleben. Es gab fast alle Arten von Tieren, Pferde, Kühe, Schweine, Hühner, Gänse, Katzen, Hunde. Somit waren wir natürlich sofort einverstanden, als der Vorschlag kam. Nun, so kurz nach dem Krieg war es nicht so ganz einfach zu reisen. Es kam hinzu, dass wir in die damals sogenannte Ostzone fahren mussten. Denn Quedlinburg lag in der DDR. Die Grenzen zwischen den beiden deutschen Staaten verliefen etwa 4 bis 5 Kilometer östlich von unserer Stadt. Wir hatten zwar einen Bahnhof, aber die nach Osten verlaufenden Strecken waren alle stillgelegt. Also mussten wir zunächst schwarz über die Grenze. Das heißt, ohne Erlaubnis, ohne Passierschein, die Demarkationslinie überschreiten. Das war nicht gefahrlos, denn die Grenzpatrouillen wurden von russischen Soldaten durchgeführt. In dieser Zeit blühte der Schwarzhandel beiderseits der Grenzen. Die Grenzgänger kannten sich aus und hatten auch immer eine Flasche Schnaps zum Bestechen der Soldaten bereit, falls man erwischt wurde. Einen Tag vor Weihnachten brachen wir schließlich auf. Zuerst ging es mit dem Pferdeschlitten nach Sorge, ein Ort, der gleich hinter der Grenze lag. Dieser kleine Ort hatte einen Bahnhof, von dem wir, wie normale DDR-Bürger, mit dem Zug nach Quedlinburg reisen konnten. Dort sollten wir von Großvater abgeholt werden. Bis dahin war es jedoch ein weiter Weg, wie wir noch feststellen sollten. Erich Klare, ein Freund meines Vaters, der auch hin und wieder mit ihm im Wald Holz schlug, um es den Kriegerwitwen und älteren Menschen zu verkaufen, sollte uns mit Vaters Pferdeschlitten bis an die Grenze bringen. Es war eiskalt in dieser Nacht, auf den 23. Dezember, in der wir gegen 4 Uhr morgens losfuhren. Es war sternenklar. Der Atem der Pferde sah wie dichter Nebel aus. Vater hatte sich total winterfest angezogen. Eine Kaninchenfellmütze, wie sie die Russen trugen. Eine Joppe, lange vor dem Krieg gekauft. Und Filzstiefel, die er irgendwo schwarz eingetauscht hatte, hielten Schnee und Eis ab. Mutter trug Hosen von Papa. Es war das erste Mal, dass ich sie in Hosen sah. Mit 2 Pullovern und einem dicken Mantel trotzte auch sie der Kälte. Uns Kinder hatte man in Pferdedecken warm eingepackt. So warteten wir darauf, dass es endlich losging. Vater saß mit seinem Freund vorne auf dem Bock. Wir fuhren die Kollestraße in Richtung Fuchsfarm, ein Ausflugslokal, direkt an der Grenze gelegen. Von dort ging es durch das Bodetal zur Grenze und zum Sorger Bahnhof. Niemand sprach, selbst die Pferde schienen sich leise zu verhalten. Nur manchmal schnauften sie verhalten. Wir hatten den Eindruck, als würden auch sie die Gefahr spüren. Obwohl es Nacht war, kam bei mir keine Müdigkeit auf. Es war einfach spannend, so wie in den Büchern von Karl May, aus denen Vater uns manchmal vorlas. Nur jetzt erlebten wir die Abenteuer in aller Aufregung selbst, denn wir spielten die Hauptrollen. Die Pferde hatten kein Glockengeläut um, wie es sonst eigentlich üblich ist. Es musste ja alles heimlich und leise vonstatten gehen. Über eine gesperrte Straße, welche nach Sorge führt, fuhren wir langsam über die Grenze. Dort sollte uns ein Schwager von Vater, der in Tanne wohnte, sicher durch den gefährlichen Teil zwischen Tanne und Blankenburg bringen. Die Fahrt von zu Hause bis zum Treffpunkt mit Onkel Rudi aus Tanne
dauerte beinahe 2 Stunden. Als wir dort ankamen, war der Onkel bereits dort und wartete auf uns. Die Männer unterhielten sich nach kurzer Begrüßung und dann kam Vater zurück und erzählte uns, dass wir konnten mit dem Schlitten bis Sorge zum Bahnhof fahren, die wir sonst zu Fuß hätten gehen müssen. Die Russen, die hier Patrouille gingen, lagen betrunken in ihrer Behausung. Der Onkel hatte sie mit Schnaps versorgt. So hatten wir freie Fahrt. Ein kluger Kopf, der Onkel. Kurze Zeit später trafen wir am Sorger Bahnhof ein. Wir mussten noch warten, bis der erste Zug, der uns nach Blankenburg bringen sollte, kam. Der Bahnhof war sehr klein und lag völlig verlassen da. Es war inzwischen beinahe 7 Uhr. Der Onkel hatte eine Thermosflasche mit Tee mitgebracht und wir bekamen alle erstmal einen heißen Tee. Die Männer mit einem Schluck Rum. Verschnitt natürlich. Es war eine schlechte Zeit. Der Zug rollte bald darauf schnaubend ein. Es war eine richtige Dampflok mit schwarzem Rauch aus dem Schornstein und weißem Dampf aus der Pfeife. Wir stiegen sofort ein. Die Männer verabschiedeten sich noch und dann fuhren wir schon los. Vater sagte noch, die erste Gefahr sei erst einmal vorbei, denn in den Zügen würden wir nicht kontrolliert werden. Mit dem Zug von Sorge nach Blankenburg zu kommen, ist im Sommer eine leichte Sache. Nur im tief verschneiten Winter war es ein Abenteuer. Der Zug musste Steigungen und Gefälle überwinden, durch enge, schneeverwehte Schluchten, aber auch durch weites, offenes Gelände fahren. An diesem Morgen mussten die Männer 2-mal aussteigen, um die Schienen freizuschaufeln. Außer uns waren noch 3 weitere Personen an Bord, 2 Männer und eine Frau. Auch sie waren dick eingepackt, denn im Zug gab es keine Öfen und Heizung schon gar nicht. Es war Morgen geworden, als wir den Blankenburger Bahnhof einfuhren. Während im Hochharz in den letzten Tagen klares Winterwetter mit Sonnenschein herrschte, präsentierte sich der Vorharz mit trübem, nebligen Wetter und die Sonne schien nicht mehr. Überall auf den Bäumen und Sträuchern war eine dicke Schicht Raureif zu sehen, welche die Äste gefährlich nach unten bog. Im Bahnhof war es leidlich warm. Und eine gewisse Hektik ließ die Menschen eilig hin und her laufen. Jeder hatte noch Besorgungen zu machen, so kurz vor dem Fest. Es mussten Lebensmittel und Brennzeug, das heißt Holz oder Kohlen, besorgt werden. Denn es gab nicht viel davon. Ja, und Geld war natürlich knapp. Es wurde getauscht. Getreu dem Motto, gibst du mir einen Weihnachtsbraten, dann gebe ich dir einen Zentner Kohlen dafür. Der Schwarzmarkt blühte. Und die Abenteurer hatten Hochkonjunktur. Zigaretten war ein sehr wertvolles Tauschgut. Vater rauchte nicht, aber er hatte sich mit Zigaretten eingedeckt, oder so, dass er etwas zum Tauschen oder als Bestechungsversuch bei sich hatte. In solchem Bahnhof trieb sich auch immer allerlei Gesindel herum. Menschen, die die Not anderer ausnutzen wollten und es auch taten. So wurde bei Unachtsamkeit Koffer gestohlen, denn es konnte auch Brauchbares darin sein. Alles, was irgendeinen Wert darstellte, wurde entwendet, für den persönlichen Bedarf oder zum Tauschen. Taschendiebe schienen rund um die Uhr im Einsatz zu sein. Sie hatten Hochsaison. Das hieß, man musste völlig aufpassen, dass alles, was man besaß, auch in den eigenen Händen blieb. In dieser Atmosphäre, die von Aufpassen, Misstrauen und Vorsicht geprägt war, achteten wir natürlich auf jeden Menschen, der uns irgendwie zu nahe kam. Plötzlich drängte Vater uns in eine Ecke. Die Eltern steckten die Köpfe zusammen und flüsterten sich aufgeregt etwas zu. Mutter schnappte meine Schwester und sie verschwanden beide eilig auf irgendeiner Toilette. Während Vater mich auf den Arm nahm und schnellen Schrittes eilten wir in Richtung Bahnsteig davon. Kurze Zeit später waren wir dort angekommen und versuchten, uns unauffällig zwischen den anderen Reisenden so gut wie möglich zu verbergen. Es dauerte nicht lange und dann kam auch Mutter mit meiner Schwester zurück. Vater war erleichtert, als er sah, sie drückten sich die Hände, stumm und liebevoll. Wir stiegen sofort in den Zug, der schon mit prustendem und schnaufendem Dampf zur Abfahrt bereitstand. Nachdem wir im Zug Platz gefunden hatten, erzählte Vater, was geschehen war. Ein Schulfreund meines Vaters war in der neu gegründeten DDR beim Staatssicherheitsdienst gelandet
und hatte dort begonnen, Karriere zu machen. Vater hatte ihn sofort erkannt und durfte auf keinen Fall gesehen werden, um nicht wegen unerlaubten Betretens der DDR verhaftet zu werden. Außerdem waren sich die beiden Spinnefeind, noch aus der Vorkriegszeit, wegen unterschiedlicher persönlicher Meinungen, wie Vater sagte. So war es sicher besser, sich nicht an diesem Ort zu begegnen. Die Eltern waren froh, als der Zug anfuhr und wir vom Bahnhofspersonal und vor der Polizei niemanden mehr sahen, der uns hätte kontrollieren können. Waren die Menschen aus dem Westen ansonsten an der Kleidung leicht zu erkennen gewesen, so sahen in diesem harten Winter alle Menschen gleichermaßen verfroren aus, egal woher sie kamen. Großvater holte uns vom Bahnhof Quedlinburg ab. Er freute sich und ich sah ihn zum ersten Mal im Leben. Er war ein stattlicher Mann mit einem riesigen Schnauzbart, der die Lippen völlig verdeckte. Doch seine Augen strahlten Güte aus, dass ich sofort Vertrauen zu ihm fasste. Er nahm mich gleich auf den Arm und sagte, ich sehe aus wie mein Vater, meinte er, der wiederum aussah wie sein Vater. Damit war die Familienzugehörigkeit sofort abgeklärt. So einfach ist das manchmal. Auch Großvater hatte einen Schlitten und zwei Pferde davor. Die Fahrt zum Hof dauerte recht lange. Der Hof der Großeltern lag etwas außerhalb von Quedlinburg. Er war gleichzeitig ein Ausflugslokal, das sich der Steinholz nannte. Er lag auf einer dicht bewaldeten Anhöhe, zu der auch eine mittelalterliche Warte gehörte, von der man die ganze Gegend einsehen konnte. Auch im Ostharz lag viel Schnee. Doch es war weniger als bei uns. Aber kalt war es hier ebenso. Nachdem wir alle verstaut waren, fuhr der Großvater mit uns los. Der Schlitten war ein großer Arbeitsschlitten, mit dem die Fuhrleute in den Wald fuhren, um Holz zu rücken. Dieser hatte noch einen kleinen Aufbau wie eine Ladefläche bei einem LKW. So konnten wir bequem sitzen und uns an die Seitenwand kuscheln. Die Fahrt ging, als wir den Bahnhof verlassen hatten, durch die kargen Felder, die alle zum Hof gehörten. Die geschlossene Schneedecke lag auf dem einsamen Land. Nur hin und wieder sah man die Fährten eines Tieres. In der Ferne entdeckte ich die Warte. Dort lag unser Ziel, der Steinholz. Im Wald mussten die Tiere ganz schön arbeiten, um mit ihrer Last die relativ steile Anhöhe zu erklimmen. Wir kamen bald darauf auf eine große Lichtung und dort lag der Hof, die Heimat meines Vaters. Als erstes konnten wir das Haupthaus sehen. Es stand etwas vorgezogen auf einer großen Lichtung inmitten eines dichten Waldes mit alten Buchen und Eichen. Seitlich hinter dem Hauptgebäude schmiegten sich die Nebengebäude an das Wohnhaus. Alles war miteinander verbunden. Vor dem Anwesen standen zwei riesige Kastanien. Sie prägten mit breit ausgewachsener Krone den Eingang zum Haus. Überall dahinter standen Obstbäume. Am Abend würden wir noch mehrere Familienmitglieder erwartet, die uns aus dem Hochharz begrüßen und mit uns feiern wollten. Großmutter erwartete uns schon. Sie stand in der Tür, um uns zu begrüßen. Sie war eine kleine, rundliche Frau, die liebevoll ihre Arme ausbreitete. Vater umarmte sie und sie hielten sich lange umschlungen. Dabei klopften sie sich immer wieder leicht auf die Schultern. Es war zu spüren, dass sich die beiden sehr nahe standen. Die Freude über das Wiedersehen war groß. Dann schaute sie mich an und lächelte. Weißt du, wer ich bin? Fragte sie mich. Oma, sagte ich. Und schloss sie in mein Herz und sie mich in ihres. Unsere Großmutter hatte Kaffee gekocht, Kaffeeersatz natürlich, denn den echten sollte es erst zu Weihnachten geben. Aber Kuchen gab es schon jetzt, der schmeckte fantastisch und wir merkten, dass wir lange nichts gegessen hatten. Zu der Familie, die auf dem Hof lebte, gehörten außer den Großeltern noch ein Onkel, Tante und deren Sohn Eberhard, mein Cousin. 10 Jahre älter als ich, aber auch sehr nett. Mehrere Verwandte sollten am Heiligen Abend noch zu Besuch kommen und ich freute mich darauf. Die Gaststube, die den größten Teil des Wohnhauses ausmachte, war einladend und gemütlich. Ein riesiger Kachelofen sorgte für wohlige Wärme. In der Grule, das ist das Ofenloch, in dem auch gekocht werden konnte, stand immer heißer Pfefferminztee. Gesüßt wurde er mit eigenem Honig.
Er schmeckte vorzüglich. So trinke ich ihn heute noch. Der Gastraum diente auch als Wohnzimmer, wenn keine Gäste im Haus waren. Ansonsten spielte sich das Leben auf dem Hof in der Küche ab. Es war eine sogenannte Wohnküche mit einem Riesentisch für mindestens 20 Personen. Unsere Familie war groß und gastfreundlich. Jeder war willkommen, wenn er nur gute Laune mitbrachte. In der Zwischenzeit war es dunkel geworden und wir merkten plötzlich, dass wir lange wach gewesen waren. Die Großmutter machte uns noch eine Butterstulle, dazu gab es warme Milch. Danach wurde ich so müde, dass die Mutter uns Kinder ins Bett brachte. Das Zimmer lag oben auf dem Hausboden. Und außer uns schlief auch Cousin Eberhard mit in dem Zimmer. Es dauerte nicht lange und wir schliefen ein. Es war ein anstrengender und aufregender Tag gewesen. Uns Kindern war es wie eine Weltreise vorgekommen. Dabei ist der Weg wirklich nicht weit. Heute fährt man mit dem Auto weniger als eine Stunde. Doch damals war es eine Reise in eine völlig andere Welt. Am nächsten Morgen wachte ich früh auf. Es war noch dunkel, doch im Haus hörte man schon die Geräusche der Erwachsenen, die mit ihrer Arbeit begannen. Denn heute war Heiligabend. Aus dem Stall hörte ich die Tiere. Die Pferde stampften mit ihren Hufen. Die Kühe muten und warteten darauf, gemolken zu werden. Die Hühner, Gänse und das ganze andere Getier des Bauernhofes gab Geräusche von sich. Auf einem Bauernhof erwachte dadurch ein neues Leben. Ein neuer Tag begann, Heiligabend. Es sollte ein ereignisreicher Tag werden, dass ich ihn bis heute niemals vergessen würde. Ich stand auf, es war immer wieder kalt, auch in diesem Zimmer. Meine Schwester schlief noch und auch Cousin Eberhard war nur die Nasenspitze zu sehen. Mein Atem hinterließ kleine Wölkchen, denn auch in dem Raum waren Minusgrade. Schnell zog ich mich an. Ich war leise, um die anderen nicht zu wecken. Unten in der Küche saßen meine Eltern und Großeltern schon am Kaffeetisch und aßen ihr Frühstück. Ich bekam einen Becher Milchkaffee in einer Schale. Darin war kleingeschnittenes Brot und ein Stück Butter sorgte für das dringend benötigte Fett. Wir nannten diese Speise Eingeplocktes. Das gab es jeden Morgen zum Frühstück. Während wir aßen, tauschten die Erwachsenen allerlei Neuigkeiten aus. Es gab viel zu erzählen, denn sie hatten sich lange nicht gesehen. Wie denn das Leben jetzt unter den Russen weitergehen sollte, wollte mein Vater wissen. Denn sie waren die neuen Machthaber in diesem Teil Deutschlands. Und wie die Versorgung sei mit Lebensmitteln, Heizmaterial, Medizin, Verwaltungen und so weiter. Großvater erzählte alles, was er wusste. Nach anfänglichen Schwierigkeiten von Seiten der Russen war man dabei, sich aneinander zu gewöhnen. Das gegenseitige Misstrauen sei gewichen und man wollte es nun anpacken, eine neue Gesellschaft aufzubauen, den ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden. Natürlich war man auf dem Westen ein wenig neidisch, weil die reichen Amerikaner den anderen Teil des Landes besser unterstützen konnten, als die selbst sehr armen Russen. Doch meine Großeltern und meine Familie sollte das ganze politische Gefüge nicht daran hindern, noch einmal Weihnachten zu feiern, gemeinsam. Es sollte das letzte Weihnachtsfest sein in dieser Zusammenstellung. Für mich war es das Schönste und prägend für mein weiteres Leben. Danach kamen noch viele Weihnachtsfeste, auch sehr schöne. Doch dieses ist in meiner Erinnerung als etwas ganz Besonderes hängen geblieben. Nach dem Frühstück zeigte Großvater uns seinen Hof. Vor allen Dingen die Tiere war es, die uns Kinder interessierten. Wir gingen in den Stall. Hinter der Küche lag die Futterküche, in der man sich auch umziehen konnte, denn die Stallgarderobe wurde hier gegen normale Garderobe gewechselt. Hier wurde auch alles für die Versorgung der Tiere vorbereitet. Von dort gelangte man in den Stall. Eine dicke, mit Heu und Leinensack verblendete Tür sorgte dafür, dass die Geräusche der Tiere auf die Hausbewohner nicht störend wirkten und auch der Geruch weitgehend draußen blieb. Im Stall standen gleich links die Pferde. Es waren zwei Warmblüter mit kräftigen Beinen, starke Tiere, die man zum Ziehen und Pflügen brauchte. In einer weiteren Box stand eine Stute. Sie war dick. Vater meinte, dass sie tragend sei. Das heißt, sie bekäme bald ein Fohlen. Mit ihren großen braunen Augen schaute sie uns an. Großvater
gab mir eine Möhre, um sie dem Pferd zu fressen zu geben. Ihre weichen Lippen berührten mich, während sie fraß. Und ich meinte, sie lächeln zu sehen. Hinter den Pferden waren die 3 Kühe, die auch alle tagend waren. Dann kamen die Schweinskoben. Es müssen wohl 20 Schweine gewesen sein. Alle schlachtreif, wie Großvater betonte. Danach kamen die Gänse, Enten und Hühner. Jedes Tier hatte seinen Platz. Und alles war sehr sauber und gepflegt, soweit man das von einem Stall sagen konnte. Der Stall war ein wenig schummrig, aber es war nicht kalt. Es roch etwas. Mir gefiel der Geruch, meiner Schwester nicht. Es stinkt ja so, sagte sie und verschwand wieder in der Küche zu den anderen Frauen. Wir blieben im Stall. Die Männer unterhielten sich über die Tiere. Die Stute sah hochtragend, sagte Großvater. Er glaube, dass es bald so weit sei. Es könnte täglich, vielleicht sogar stündlich passieren. Denn so genau wusste er es nicht, denn er hatte das Pferd erst im Frühsommer gekauft und zu dem Zeitpunkt war es bereits tragend gewesen. Nachdem wir uns den Stall und das alles Vieh angesehen hatten und alles eingehend besprochen hatten, gingen wir wieder zu den anderen in die Küche. Die Frauen hatten zu kochen begonnen. Zu Mittag gäbe es eine einfache Suppe. Später würde es Gänsebraten geben. Ich freute mich darauf, denn so etwas hatte ich noch nie gegessen. Naja, und Hunger hatte ich immer. Die Männer mussten hinaus in den Wald, um einen Weihnachtsbaum zu holen. Großvater sagte, ich habe im Herbst schon einen schönen Baum ausgesucht und ihn mit einem roten Bändchen gekennzeichnet. Wenn erst Schnee auf den Bäumen liegt, kann man nicht mehr erkennen, ob ein Baum für einen Weihnachtsbaum geeignet ist. Es muss also rechtzeitig ausgesucht werden und deshalb das rote Band. Traditionell wurde am Vormittag des Heiligen Abends der Weihnachtsbaum geschlagen. Umso länger konnte er im Zimmer stehen, ohne zu nadeln. Die Männer zogen sich an und Großvater sagte, dass ich auf dem Schlitten mitkommen könnte. Es war ein Geschenk für mich. Draußen schlug uns die Eiseskälte ins Gesicht. Wir waren jedoch dick angezogen, um nicht zu frieren. Ich fuhr ohnehin nicht. Dazu war ich viel zu aufgeregt. Die beiden stapften durch den Schnee. Sie versanken bei jedem Schritt bis beinahe an die Knie. Vater zog den Schlitten, auf den ich eingemummelt saß. Es war ein sehr schöner Tag. Zwischen nebelartigen Wolken kam immer wieder die Sonne hervor und tauchte die Landschaft in ein unwirkliches Licht. Wie verwunschen sah alles aus. Man konnte immer wieder einzelne Sonnenstrahlen sehen, die zwischen den Bäumen blinzelten und das Land weihnachtlich verzauerten. Nach einiger Zeit standen wir an dem Baum, den Großvater auserkoren hatte, ein Weihnachtsbaum zu werden. Ich dachte, für einen einfachen Baum ist es sicher etwas ganz Besonderes, ein Weihnachtsbaum zu werden. Denn so konnte er sich aus der Masse der Bäume des Waldes abheben. Für das strebsame und gleichmäßige Wachstum wurde er gleichermaßen belohnt. Gleichwohl war es auch eine Art von Sterben für ihn. Denn nach den Feiertagen zu den Heiligen 3 Königen wurde er abgeschmückt und kam nach draußen, um dann eines Tages verbrannt zu werden. Doch bis dahin würde er unsere Familie erfreuen und von uns Kindern bestaunt werden. Als wir mit dem Baum auf den Hof ankamen, war schon Mittag und wir freuten uns auf die heiße Suppe. Am Nachmittag, nach dem Essen, schmückten die Frauen den Baum und ich durfte helfen. Es war der schönste Weihnachtsbaum, den ich je gesehen hatte. Auch später im Leben sah ich nie wieder einen schöneren. Vater war noch einmal im Stall gewesen. Er kam aufgeregt zurück und sagte, dass wohl mit der Stute etwas nicht stimmte. Er glaubte, das Fohlen würde jetzt kommen. Die Männer gingen sofort in den Stall zurück. Wir mussten bei den Frauen bleiben. Doch meine Neugier war geweckt. Ich musste dabei sein, wenn das Fohlen kam. So riss ich mich los und rannte in den Stall. Die Stute war sehr unruhig und kratzte mit den Hufen auf dem mit Heu und Stroh bedeckten Boden. Sie stöhnte immer wieder. Das sind ihre Wehen, sagten die Männer. Was immer das war, es musste höllisch wehtun. Alle waren aufgeregt. Heute am Heiligen Abend konnte auch kein Tierarzt mehr geholt werden. Wir müssen das Pferd selber holen, meinte Großvater und führte die Stute immer wieder
durch den Stall. Sie sollte erst kurz vor der Geburt zum Liegen kommen. Es war wichtig für sie, in Bewegung zu bleiben. Es musste ein starkes Fohlen sein, denn der Leib der Stute war sehr dick aufgetrieben, meinten die Männer. Die anderen Tiere im Stall waren sehr ruhig, doch aufmerksam verfolgten sie das Geschehen um sie herum. Man hätte meinen können, sie wüssten, dass hier etwas Besonderes geschah und ein Tierkind zur Welt kommen sollte. Sie schauten aus ihren Boxen und beobachteten die Szenerie. Nichts entging ihren Blicken. In dem Moment, als mein Vater sagte, dass die Stute doch etwas merkwürdig sich verhielte, wurde nach einem gewaltigen Pressen im Hinterteil der Stute ein kleiner Huf sichtbar. Es kommt, rief ich. Großvater führte das Pferd in seine Box und sofort legte sie sich hin auf das Stroh. Sie begann zu pressen und ein weiterer Huf wurde sichtbar. Die beiden Männer legten ein Seil um die Hufe, um den sich ankündigen neuen Erdenbürger etwas zu erleichtern. So, um das Fohlen aus dem geschwollenen Leib der Stute zu ziehen. Bei jeder weiteren Wehe zog Vater sanft an den Beinen des Fohlens, während der Großvater den Kopf der Stute im Schoß haltend beruhigte, indem er ihr leise und gut zuredete. Der Leib des Fohlens wurde langsam sichtbar. Es war wesentlich kleiner, als alle gedacht haben. Mit dem letzten Pressen und den unterstützenden Ziehen Vaters rutschte das Fohlen heraus. Es war in einer milchigen Hülle aus feuchter Haut eingeschlossen. Doch es bewegte sich nicht. Vater zerriss die Hülle am Kopf des Tieres. Es atmete nicht. Er schlug es mit der flachen Hand auf die Schulter und dann noch mal leicht an den Kopf. Es atmete noch immer nicht. Dann beugte er sich über das Fohlen, als wollte er es küssen. Er hielt ein Nasenloch zu und blies seinen Atem in das andere Nasenloch, um dem Tier so beim ersten Atemzug zu helfen. Allein, es passierte nicht. 10 oder 20 Mal presste mein Vater seinen Atem in die Lungen des Fohlens. Doch das Tier blieb bewegungslos. Vater richtete sich langsam auf. Er war fassungslos. Seine Bemühungen waren einfach nicht erfolgreich gewesen. Schade, sagte er traurig. Das Fohlen hat es nicht geschafft. Er nahm das tote Tier und legte es in eine Ecke der Box. Dann deckte er es mit Stroh zu. Ich bemerkte es kaum, dass mir die Tränen nur so übers Gesicht liefen. Alle weinten, auch die beiden Männer. Es war, als wäre jemand aus der Familie gestorben. Grausame Natur, trauriges Weihnachten. Ich war so verzweifelt, dass meine Mutter mich nicht beruhigen konnte. Ich wurde wieder ins Wohnzimmer gebracht. Mutter kochte heiße Milch, um uns abzulenken und vor allem, um mich zu trösten. Plötzlich kam Vater in die Stube gelaufen. Wir sollten sofort wieder in den Stall kommen. Er glaube, es sei ein Wunder geschehen. Wir liefen in den Stall zurück. Ich glaubte, meinen Augen nicht trauen zu können. Dort stand das Fohlen, noch auf schwachen und wackeligen Beinen. Aber es lebte. Die Stute stand daneben und leckte ihr Kleines ab. Sie musste wohl mit ihrer Massage, die ihre Zunge beim Lecken verursacht hatte, dem Fohlen ins Leben geholfen haben. Ich war auf einmal ganz glücklich. So losgelöst, dass ich zu schweben glaubte. Es war eine übernatürliche Helligkeit in diesem Stall. Es schien, als habe Gott geholfen, dass hier und heute, an diesem besonderen Tag, niemand sterben durfte. Die anderen Tiere gaben wieder ihre natürlichen Geräusche von sich. Die Kühe, Schweine und Schafe und das Federvieh begrüßten das junge, noch schwache Pferd. Auf eine solche Weise, als hätten auch sie den Tod gespürt, der hier im Stall für einige Augenblicke des Bangens auf der Schwelle der Tür gestanden hatte und nun doch vertrieben wurde. Großvater fragte mich, wie das Pferd denn heißen soll. Ich war der Jüngste und durfte mir einen Namen. Ostwind, sagte ich. Es soll Ostwind heißen. Draußen begann es wieder sanft und leise zu schneien.
Nun war es wirklich die besondere heilige Nacht. Okay. Mich beeindruckt das immer. Ich bin da nicht so emotionslos. Ja, das ist auch gerade, macht das doch aus. Ich habe die Geschichte geschrieben, ich kenne sie in- und auswendig, habe sie verinnerlicht und trotzdem ist es immer wieder auch was Neues. Wenn ich das lese, dann überfällt es mich immer wieder. Die